Servus Leute, ich bin der Tabak und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass du am Start bist. Heute gibt es die dritte Folge zur Marktanalyse. Heute gibt es wieder einiges zu besprechen. Zum einen natürlich Black Friday, Market Crash, Spieler des Monats, der jetzt in ein paar Tagen auf uns zukommt. Dort sprechen wir nochmal kurz über die Bundesliga und natürlich über die Premier League. Dann gab es noch die Flashback SBC von Götze. Die hat natürlich auch einen heftigen Impact auf den Markt gehabt. Und das alles und mehr werden wir heute alles besprechen. Die letzte Episode hatte über 2000 Daumen nach oben. Freut mich mega. Danke für den Support. Und falls ihr es weiterhin sehen möchtet, gebt gerne einen Daumen nach oben, lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich rüber zum ersten Punkt. Hier zeige ich euch erstmal die Sachen, die ich diese Woche verkauft habe. Das ist nicht alles, ich habe auch schon sehr viel gelöscht, weil ich natürlich Platz auf der Transferliste brauche. Aber ihr könnt sehen, Lala haben wir ungefähr 10.000 Gewinn gemacht. Den hatte ich euch auch empfohlen, weil der war so bei 27 bis 28.000. Ist nicht schlecht. Dem hierbei ist jetzt für 20.000 weggegangen. Den konnten wir uns auch für 16.000 schnappen. Der Rumäne, Abschlussimpfung 14.000. Kadarabek, 10.500, 16.000 verkauft. Abschlussimpfung. Ihr wisst Bescheid, Leute. Das ist nur so der Beweis. Schaut mal, die Mata, 10.000 geholt, 17.500 verkauft. Und das ist eben nur der Beweis, wie krank diese Methode funktioniert. Schaut mal, dieser zweite Liga, spanische Carlos Fernandez, 17.000 Münzen, der war unter 10.000. Schaut immer mal wieder in eurem Verein nach, habt ihr investiert in diese Discard-Informs und vielleicht sind sie schon auf 15, 16, 17.000 gestiegen, dann könnt ihr sie verkaufen und könnt euch wieder aus dem aktuellen Team of the Week welche für 10 oder 11.000 holen. Ich werde jetzt alle mal löschen, damit wir wieder Platz haben. Und das waren, by the way, überhaupt nicht alle. Ich habe manche von denen zum Beispiel 2-3 Mal verkauft und. Deswegen haben wir da locker plus minus 100 bis 200.000 gemacht. Habe jetzt nicht genau nachgezählt, aber war schon sehr viel dabei. Und aus diesem Grund werde ich auch immer weiter das ganze Jahr lang mir immer diese Discards holen. Das zum einen aber logischerweise auch 83er und 84er Informs. Und ich zeige euch jetzt auch meinen Verein. Ihr könnt es immer noch sehen, da sind noch so viele drin. Wir reden auch später noch über Spieler des Monats. Da ist natürlich Duffy sehr interessant, Mitrovic und vielleicht Jovic aus der Bundesliga. Das einfach nur, damit ihr so einen Überblick habt. Und auf der Transferliste, die gehen wir auch mal kurz durch, damit ihr das jetzt einmal seht. Da steckt noch sehr viel drin. Zu einem Cassias, auf den werden wir noch zu sprechen kommen. Und dann Vecino ist auch schon mal auf 20.000 hochgegangen, haben wir auch 5.000 pro Karte Gewinn gemacht. Und die ganzen anderen Kollegen, ich gehe es mal jetzt ganz schnell durch, die ist noch relativ ähnlich auch zum letzten Video, was ihr gesehen habt auf meinem Kanal logischerweise. Das sind einfach tausende Sachen, hier auch Scream-Karten. Kann ich euch empfehlen, holt sie euch für 10.000, falls ihr sie bekommt. Weil Spieler des Monats, wie gesagt, da könnten sie gebraucht werden. Letztes Jahr war das auch der Fall. Sie werden nicht Scream-Karten rausbringen und am Ende haben sie gar keinen Nutzen oder so. Einfach mitnehmen und im Verein lassen. Die werden früher oder später auf jeden Fall steigen. Um euch kurz auf den Laufenden zu halten, bei der Weekend League spiele ich gerade mit diesem Team. Läuft echt super. Bis jetzt stehen wir 10-0. Also wir haben 10 Siege. Das haben noch 20 verbleibende. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Ist es bei euch auch so, dass die Server so richtig übertrieben am weiß nicht was sind? Also irgendwie läuft es gerade nicht so flüssig. Ich hoffe, das wird sich noch regeln, weil Elite Rewards werden auf jeden Fall wieder cool für Donnerstag dann. Und jetzt reden wir noch über den Market Crash. Hier gibt es noch einiges zu besprechen. Zum einen habt ihr ja schon mitbekommen, werde ich persönlich zum Beispiel mein Team nicht verkaufen. Auf keinen Fall. Weil es wird wahrscheinlich zum Black Friday, das ist der 23. November, ist also relativ bald, wird es möglicherweise einen Market Crash geben. Den wird aber ein YouTuber wahrscheinlich auslösen, namens MadHD Gamer. Um es kurz nochmal aufzuklären, am 23. zum Black Friday wird es eben sehr viele Promo-Packs geben, auch zu günstigeren Preisen. Und daher werden die sehr oft gezogen. Es wird zum ersten Mal 100.000 Packs geben und. Somit werden natürlich sehr viele Spieler gezogen. Aber im letzten Jahr war es so, dass sie 1 bis 2 Wochen vor diesen Events wirklich richtig gesunken sind und zum Event dann wieder angestiegen sind. Und ich würde euch jetzt auch persönlich nicht empfehlen, euer Team zu verkaufen, weil erstens, die Weekend League ist dieses Jahr einfach Gold wert. Ich meine, letztes Jahr war das auch schon so, aber was man teilweise da bekommt, durch die ganzen Player-Picks von Woche zu Woche, selbst wenn ihr Gold 3 erreicht, dann habt ihr 2 geile Player-Picks vielleicht. Zum Beispiel, ich habe hier diesen Sadio Mané bekommen. Ich spiele ihn jetzt im Mittelfeld. Ich stelle natürlich in-game um auf 4-2-2-2, dann spielt er als ZOM und ist ein Top-Spieler. Ich kann euch mal kurz die Stats zeigen. 12 Spielen, 5 Tore, 6 Tore vorbereitet. Ist, finde ich, ganz in Ordnung. Dafür, dass ich halt 4 Offensive vorne habe. Um euch das auch mal kurz zu erklären. Ich habe zum Beispiel letzte Woche Elite geschafft. Am Donnerstag habt ihr die Rewards gesehen. Insgesamt, wenn man alles betrachtet, habe ich 300.000 Münzen durch die ganzen Spieler gemacht, die ich gezogen habe. Dazu noch coole rote Karten bekommen. Ich meine, auf der Bank ist auch noch ein Sancho und Bellarabi. Daher würde ich einfach nicht die Weekend League opfern, um euer Team zu verkaufen. Was ihr vielleicht machen könnt, ist auf einzelnen Positionen da ein bisschen was zu verändern. Zum Beispiel sagen wir für einen Seedorf, den hauen wir weg und tun da jetzt irgendeinen Matuidi hin. Würde auch funktionieren. Ich habe jetzt Seedorf logischerweise wegen United am Start. Aber ich bin mir gar nicht mal sicher, ob diese Ikonen sowieso von diesem Market Crash überhaupt großartig betroffen werden, weil sie sind selten. Sie werden jetzt auch nicht häufig gezogen. Da müssen wir abwarten, einfach das Ganze beobachten. Aber eine Sache, Leute, die kann ich euch wirklich so sehr ans Herz legen, das sind die Wants-to-Watch-Karten. Wir gehen mal kurz auf meinen Dream Squad. Ihr wisst, diese ganze Wants-to-Watch-Karten
starten. Die kamen am Anfang vom Jahr raus. Meine ist jetzt auch noch nicht lange her. Wir nähern uns aber langsam auch schon Richtung Weihnachten, Richtung Wintertransfers. Natürlich ist es noch ein Stück weit entfernt, aber beobachtet vor allem jetzt zum Market Crash, falls es den wirklich richtig geben wird, einfach die Once-to-Watch-Karten. Die werden panisch verkauft, vor allem wenn die großen YouTuber dann Videos dazu machen. Und ein Golovin, ein Dembele, ein Sané, ein Vrsaljko meinetwegen oder ein Smolov, die sind fast Discard. Okay, Vrsaljko kostet 20k, aber die restlichen kosten 10k. Und falls ihr euch daran erinnert, Once-to-Watch-Winter wird es wahrscheinlich auch wieder natürlich neue Once-to-Watch geben und logischerweise neue SBCs. Und dort kann man dann garantierte Once-to-Watch-Karten bekommen. Einfach mal schauen, ist Smolov, ist Dembele Discard. Holt euch den im Verein, dann habt ihr ihn schon mal wenigstens einmal. Dann wartet ihr 1-2 Monate und die werden ungefähr auf 30 bis 35k steigen. So war es zumindest letztes Jahr. Man kann es natürlich nie genau sagen, wie viel die jetzt kosten werden. Aber diese SBC wird höchstwahrscheinlich auf uns zukommen. Deswegen einfach da vorbereiten. Das ist das eine. Aber zum anderen werden natürlich auch die ganzen Once-to-Watch-Karten vom Preis sinken. Und hier kann man Spieler wie Higuain beobachten. Der kostet aktuell 200.000 Münzen. Vielleicht bekommen wir den jetzt in den nächsten Tagen mal für 170.000 oder so. Dann warten wir einfach, bis dieses Event vorbei ist und die werden wieder nach oben schießen. Vor allem, wenn sie dann ein gutes Spiel gemacht haben. Dann Spieler wie Mahrez, der hat jetzt vor kurzem mal seinen Inform bekommen und einfach mal so Spieler wie Nainggolan auch beobachten und. Also haltet einfach die Augen offen, dann logischerweise Discards immer im Kopf behalten. Dann gehen wir zum nächsten Punkt und das sind die alten Informs. Die kann man natürlich auch sehr gut schnappen, weil die werden jetzt wahrscheinlich immer mal wieder gelistet. Nicht unbedingt vielleicht heute, sondern einfach in den nächsten Tagen. Einfach bis zum 23. Da könnt ihr euch meinetwegen auch so ein Concept Squad machen mit zum Beispiel einem Gündogan. Der ist aus dem Team of the Week 2. Der ist aber relativ selten, logischerweise, dadurch, dass es eine alte Informkarte ist. Und so alte Informs werden logischerweise auch in naher Zukunft dann oft einfach auf den Transfermarkt gestellt, weil die Leute denken, jetzt muss ich verkaufen. Und wir nutzen das Ganze, wir können einfach in die investieren. Dazu gibt es noch Spieler wie Insigne in Form. Es gibt Spieler wie Lucas Leiva, Talisca, dieser eine Hernandez, Innenverteidiger von Atletico. Nicht zu vergessen Ben Yedda und. Hier, 130, 135.000 kostet der. Vielleicht kostet der in einer Woche 110 oder sogar 100. Dann schnappen wir uns den nach dem Event. Ihr wisst Bescheid, der wird natürlich wieder hochgehen. Wir haben heute so viel zu besprechen, das ist der Wahnsinn. Aber ich finde es cool, wirklich die Serie gefällt euch auch sehr. Das freut mich natürlich umso mehr. Und jetzt haben wir schon mal die nächste Sache und das sind die Icons. Leute, die kosten 670.000 mindestens. Ich kann mich erinnern, wo sie bei 480.000 waren. Da dachte ich mir, okay, das ist schon sehr teuer, aber was die da für Preise angenommen haben, ist wirklich krank. Ich habe gehört, das soll wegen den ganzen Coinsellern sein. Und by the way, würde ich auf jeden Fall die Finger davon lassen. Da kann man dafür gebannt werden, aber das ist schon ziemlich krass. Überleg mal, diese garantierte Icon-SBC, damit man die macht, da muss man so viele Münzen eintauschen. Das ist einfach der größte Schmarrn. Hier kann es aber sein, die sind jetzt bei 670.000, dass sie vielleicht ein bisschen sinken werden. Ich kann es mir aber kaum vorstellen. Und generell, bitte macht diese Icon-SBC nicht, auch wenn zum Beispiel eine krasse 2-Millionen-Karte kommt. Dann sind es einfach verschwendete Münzen. Lieber holt euch die Karte einfach auf dem Transfermarkt. Als nächstes, was man auch investieren kann, sind natürlich brauchbare Weekend-League-Karten, wie zum Beispiel ein Kanté. Der ist aktuell bei 400.000 Münzen. Das ist so hoch vom Preis. Aber er ist der Big Boss im Mittelfeld. Ohne Frage, ich habe den selber im Team. Der ist genial. Und falls es Richtung Black Friday geht und er sinkt vielleicht auf 350k, dann kann man sich den auch holen. Der wird danach wieder richtig explodieren. Aber ob der natürlich sinkt, ist eine andere Frage. Einfach mal nachschauen. Aber jetzt für 400.000 und dann hoffen, dass er nach dem Black Friday richtig nochmal steigt, ist natürlich schwierig. Erstmal muss er runtergehen und danach hochgehen. Und übrigens war das letztes Jahr auch ziemlich krass, als dieses Event vorbei war. Black Friday, Cyber Monday. Und dann sind die Karten sogar teurer gewesen als 2-3 Wochen vor diesem Event. Und sowieso öffnen ja auch viele Leute zum Black Friday dann auch die günstigeren Promo-Packs. Und dadurch haben sie ja selber mehr Münzen und können teurere Spieler kaufen. Und dann schießt der Preis logischerweise hoch. Am Mittwoch kommt das Team of the Week 8. Morgen kommt übrigens meine Team of the Week Prediction um 15 Uhr. Könnt ihr gerne einschalten. Und jetzt auch bis zu diesem Black Friday schaut immer in das neue Team of the Week. Zum einen dann das Team of the Week 8 und dann eine Woche später noch das Team of the Week 9. Und dann kommt auch schon langsam Black Friday auf uns zu. Und auch wenn es dann draußen ist, das Event, werden natürlich diese Informs in diesen 100k-Packs so häufig gezogen. Da werde ich natürlich auch Videos dazu machen, auch dann neue Marktanalysen, in welche Informs wir investieren können. Aber beispielsweise sind ähnliche Spieler wie Lala drin oder wie Hilton, kostet 10k, Lala sagen wir 25k oder ein Sarabia für 20k, 84er Spieler, dann holt euch die. Vielleicht wird es dann auch schon garantierte Inform-SBCs geben, weiß man natürlich jetzt noch nicht, aber einfach mitnehmen. Und wo ich gerade garantierte Inform-SBC gesagt habe, zum Team of the Week 10 könnte es so sein wie letztes Jahr, das habe ich ja schon mal erzählt, dass es die eben geben wird. Und was würde passieren, diese ganzen Discard-Informs, die ihr hier auch im Hintergrund seht, Igalo zum Beispiel, 10.000 und alle 10.000, die würden ungefähr, man weiß es natürlich nicht ganz genau, kommt auch auf das aktuelle Team of the Week dann an. Sagen wir, es ist ein Ronaldo und ein Messi drin, dann wird es natürlich explodieren. Wenn zum Beispiel es eher so ein schlechteres Team of the Week ist, dann natürlich nicht so heftig. Aber ein Preis, den sie mindestens annehmen würden, wäre 15.000 bis 16.000 Münzen. Und falls dann wirklich ein Ronaldo drin ist, dann wird die jeder bestimmt 10 bis 20 Mal versuchen zu machen, um den zu ziehen. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist dann trotzdem bei 1% ungefähr gefühlt.
gefühlt, aber die würden auf 20 bis vielleicht 25k hochschießen. Aber nicht nur die, sondern auch 83er, 84er und auch wenn gerade eine Götze SBC gekommen ist, dazu komme ich später zu sprechen, gibt es noch immer 83er und 84er, die relativ billig sind. Schau mal, dieser Pereira ist jetzt so bei 2k. Es kann aber sein, dass der zum Beispiel auf 4k geht. Das war letztes Jahr so mit den 83ern. Die sind noch über 4000 gestiegen und die 84er waren so bei 6,5 oder so. Einfach da auch die Augen offen halten, schaut immer nach. Gibt es zum Beispiel billige 83er, die kann man mitnehmen. Ein Zubacic kostet unter 1,6, 1,5. Ist zwar ein Torwart, aber man hat da nur 30 Chemie gebraucht. Um das kurz zusammenzufassen, denkt immer an die ganzen Informs. Die sind eine Goldgrube, mit denen haben wir schon so viele Münzen gemacht und es wird auch weiterhin immer gut laufen damit. Um nochmal über das Team of the Week 8 kurz zu sprechen, Richarlison, der wird vielleicht einen Inform bekommen und zwar als Stürmerkarte. Wie gesagt, morgen kommt die Prediction dazu. Seine Once-to-Watch-Karte ist auch schon ziemlich krass gestiegen, auf ca. 35k meine ich. Ja, sogar ein bisschen weniger. Jetzt hat er halt für Everton 2 Buden gemacht als Stürmer. Ist nicht hundertprozentig, dass er kommt, aber ich würde sagen so 50-60%. Müssen wir halt schauen. Theoretisch könnte man sich den jetzt noch holen. Ich werde, denke ich mal, die Finger davon lassen. Man könnte ihn dann am Dienstag im Hype verkaufen, spätestens, oder zum Beispiel am Mittwoch um 16 Uhr, falls ihr hundertprozentig sicher seid, dass er kommen wird. Ich kann es natürlich nicht garantieren. Das Ganze wirklich mit Vorsicht genießen. Wer jetzt kein Risiko gehen will, holt sich den nicht. Und wer ein bisschen was wagen will, könnte sich den theoretisch holen und einfach auf einem Hype warten. Dann haben wir noch Philippe Anderson, hat als linker Mittelfeldspieler für West Ham 2 Tore gemacht und seine Karte ist auch schon gut gestiegen. Der wird wahrscheinlich ein Inform bekommen und springt dann auf eine 86er Karte. Ist ziemlich stabil, die Werte werden dann auch ziemlich geil aussehen und wie gesagt, das gleiche wie bei Richarlison. Vorsicht einfach, ob man jetzt in den investiert, müsst ihr natürlich selber entscheiden. Ich werde es persönlich nicht machen. Könnt ihr euch erinnern, vor 2 Jahren war das, dort gab es dieses Movember-Event. Jetzt ist bis jetzt noch nichts gekommen, wir sind jetzt schon im November. Ist ein bisschen schade, ich habe gehofft, da hauen sie vielleicht irgendwas raus. Aber gut, am Ende ist dann Götze gekommen, da war ich schon ein bisschen froh drüber gestern, muss man ehrlich sagen. Und seid ihr auch der Meinung, diese Flashback-SBCs, die sollten sie mindestens einmal pro Woche machen. Ich finde diese Karten genial. Foot-Swap-Karten werden noch auf uns zukommen, die sollten eigentlich heute Abend dann, glaube ich, kommen. Müssen wir schauen, ob sich das Ganze lohnen wird. Ich meine, Foot-Swap letzten Monat war nicht so besonders spannend, vielleicht wird es diesen Monat ein bisschen besser. Und dann gehen wir zu Mario Götze SBC. Die ist nämlich gestern rausgekommen. Ich habe sie auch hochgeladen, könnt ihr euch gerne anschauen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Hier ist seine Karte und ich finde, ich wechsle ihn immer ein, der spielt sich ziemlich gut bis jetzt. Und was der für einen Hype ausgelöst hat, das ist ja der Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Götze sowas machen kann. Geht unbedingt in eurem Verein und schaut nach, habt ihr vielleicht einen Süle? Der ist auf 10k, glaube ich, gestiegen. Schaut mal her. Das ist eigentlich nicht zu fassen. Der ist bei 10.000 oder knapp unter 10.000. Dann ein Jonathan Tah. Das ist ein 83er Spieler. Der war 2.000 Münzen wert. Da würde ich euch empfehlen, schaut einfach in euren Verein. Habt ihr einen Tah für 6.000, dann verkauft ihn, falls ihr die Challenge nicht machen möchtet. Und da hat sich zum Teil eben schon das 83er, 84er Investment schon gelohnt, weil wir hatten viele im Verein. Und Pepe habe ich mir für 5.000 vor kurzem mal geschnappt. Der ist jetzt auch bei 15k. Und dann noch ein Pizzi. Ist auch mittlerweile bei knapp 3.000. Da könnt ihr einfach sehen, wohin sich diese 83er, 84er bewegen können. Einfach da auch schauen, welche sind noch billig und schnappt euch die einfach. Jetzt gehen wir nochmal zum aktuellen Team of the Week. Das ist ja wie gesagt eine meiner Lieblings-Trading-Methoden, wenn man das sagen kann. Und zwar, da ist ja gerade der gute Casillas drin. Diese Karte ist mit Abstand die billigste 84er Inform-Variante, die es in FIFA 19 Grad gibt. Der hat ein Potenzial auf mindestens 26, 27k zu steigen. Eigentlich sogar noch viel höher. Schaut mal, was der gerade aktuell kostet. Der müsste ungefähr immer noch bei 21, 20k sein. Okay, der ist ungefähr bei 22k. Das ist immer noch die billigste Variante. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Ihr werdet sehen, in 1-2 Wochen, der wird garantiert auf 25 bis 28k steigen. Falls zum Beispiel eine neue Icon-Challenge kommt oder irgendein Spieler des Monats, wo man den zum Beispiel braucht, der kann theoretisch auf 30 bis 35k steigen. Das ist auf jeden Fall sein Potenzial. Das dazu. Dann haben wir Vecino. 15.500 geholt, ist jetzt schon bei 20.000. Das ist ein 83er. Jetzt haben wir im aktuellen Team of the Week den guten Nani. 15.500. Der wird mindestens auf 20k steigen. Ich bin mir sicher, der wird sogar noch teurer als Vecino. Zum einen ist er Portugiese, aus der portugiesischen Liga, kann man immer gut verbinden, für halt die ganzen Challenges da. Und zum anderen ist er auf dem linken Mittelfeld. Und diese meistens vom Preis immer noch ein Stückchen höher, genauso wie bei den Discards. Links Mittelfeld, rechts Mittelfeld, linker Verteidiger, rechter Verteidiger ist immer ein bisschen mehr wert. Und generell schaut auf die Bank, Hilton, Gianni, Weghorst, Mancini, Davis, Sancho, Zarades, Sharp, alle mitnehmen. Ihr habt ja am Anfang gesehen, wie hoch die steigen können, obwohl nicht mal eine wirkliche Challenge rausgekommen ist. Wir kommen schon zum letzten Punkt, den wir noch besprechen werden und das ist der Spieler des Monats aus der Premier League zum einen und natürlich aus der Bundesliga. Ich werde mal kurz schauen, was Aubameyang gerade kostet. Der ist nämlich der Favorit, sagen wir mal so, aus meiner Sicht für den Spieler des Monats aus der Premier League und ist gerade knapp unter 300.000 Münzen. Der ist also bis jetzt überhaupt nicht angestiegen und ob man den in der Challenge braucht, kann man natürlich nicht sagen. Ich habe den sowieso in meinem Verein, besser gesagt in meiner Mannschaft, weil ich ihn halt auch spiele. Und jetzt sind wir bei Duffy angekommen und ich habe euch gesagt, ich habe es euch auch versprochen, dass der auf jeden Fall auf 14.000, 15.000 Münzen steigen wird. Und was können wir beobachten? Obwohl der Spieler des Monats in Anführungszeichen erst nächste Woche Freitag kommt, ist er jetzt schon bei knapp 15.000 Münzen. Das sind die einzigen für 14.5 und ich habe mir den unter 11.000 Münzen geholt. Ihr hoffentlich auch, dann habt ihr jetzt schon mal gut Gewinn gemacht und falls man dann eben
eben auch Informs braucht für die Spieler des Monats Challenge, dann werden die auch nochmal explodieren. Da gibt es natürlich immer zwei Varianten. Man verkauft entweder im Hype, also vor dem Event, oder man verkauft die Spieler dann, wenn es rausgekommen ist, aber geht natürlich ein gewisses Risiko ein. Falls es Aubameyang wird, dann bin ich mir zu 100%ig sicher, dass man sehr viele Informs brauchen wird. Falls es ein Barclay wird, muss es nicht unbedingt sein. Und ihr wisst, ich habe dafür ungefähr 20 Mal geholt. Es sind also 20 Mal bis jetzt 4000 Gewinn. Ist schon mal gut. Umgerechnet sind es schon mal 80.000. Und Mitrovic ist bei 16.000 Münzen. Leute, bei dem habe ich euch auch gesagt, auch bei der Marktanalyse, holt euch den für 10.000. Der war sogar 10.500 maximal wert. Jetzt habt ihr da pro Karte, falls ihr euch den geholt habt, und ich hoffe das auch, habt ihr 6.000 Gewinn gemacht knapp. Und bei ihm ist das gleiche Prinzip. Es sind noch 5 Tage bis zum Spieler des Monats. Da ist also noch Luft nach oben. Es ist schon mal der Wahnsinn. Da haben wir schon mal sehr gut Gewinn gemacht. Ich glaube, den habe ich auch ungefähr 10 Mal. Ben Foster ist aus dem aktuellen Team of the Week und ist wirklich auch der billigste Team of the Week-Spieler aus der Premier League, logischerweise. Dadurch, dass der Spieler des Monats jetzt so kurz vor der Tür steht, ist er leider kein Discard in Form. Das ist natürlich ein bisschen schade. Man hätte sich den aber holen können. Meine am Mittwoch und Donnerstag für ungefähr 12.000 Münzen. Jetzt ist er bei knapp unter 14.000. Ich würde mir den an eurer Stelle auf jeden Fall einmal holen. Da macht ihr nichts falsch damit. Vielleicht auch 5, 6 Mal. Könnte gebraucht werden. Spielt bei Watford, englischer Torhüter. Ist immer gut. Also merkt euch, Freitag kommt der Spieler des Monats. Ihr könnt natürlich noch schauen, vielleicht noch ein paar Özils mitnehmen, vielleicht noch ein Sokratis oder so. Die sind jetzt schon alle auch gestiegen im Hype. Aber Özil ist noch relativ gleich geblieben. Jetzt gehen wir mal zum Spieler des Monats aus der Bundesliga. Und hier haben wir Jovic, gerade für 12.500 Münzen. Und hier wird es auch noch ein bisschen dauern, bis der dann gewählt wird, bis auch die SBC dann kommen wird. Weil letztes Mal ist Reus am 19. Oktober gekommen, also relativ spät. Mal schauen, wie es in der Bundesliga diesen Monat sein wird. Ich hoffe, das kommt ein bisschen früher, das wäre einfach ein bisschen besser. Da haben wir auch so knapp 2.500 Gewinn gemacht pro Karte. Ich glaube, dem habe ich auch so 15, 20 Mal. Ist noch nicht das Gelbe vom Ei. Ich meine, Gewinn ist Gewinn. Aber der hat noch genügend Zeit, um hochzugehen. Und er wird auch ziemlich sicher der Spieler des Monats aus der Bundesliga zu 90%, würde ich jetzt mal sagen. Und dann war es das heute schon mit der Marktanalyse. Wenn euch das wirklich gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, schreibt es gerne auch in die Kommentare. Morgen gibt es die Team of the Week 8 Prediction. 15 Uhr, einfach mal einschalten. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich mega freuen, wenn ihr ein kostenloses Abo da lassen würdet. Support ist kein Mord. Und wir sehen uns dann morgen beim nächsten Video. Haut's rein, euer Tabak. Ciao.